Wir verlassen die mit Leben erfüllte Stadt Lelsot und fahren weiter Richtung Chaipur. Die anstrengende Fahrt wird sich noch lange hinziehen. Dabei kommen wir durch Siedlungen, in denen der Alltag wie in alten Zeiten abläuft. Ein altertümliches Gerät erregt unsere Aufmerksamkeit. Wir finden heraus, dass hier die faserreichen Stängel des Hanfs bearbeitet werden. Mit diesen von einem Motor in Bewegung versetzten Hämmern werden die Fasern vom Holzkern der Hanfpflanze befreit und dann in Bündeln der Weiterverarbeitung zugeführt. Nach wie vor hat die Hanfseilherstellung ihre Bedeutung in Indien nicht verloren. Hanf ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt und wird vor allem in Indien, Vorderasien und Afrika angebaut. Zusammen mit Flachs war der Hanf lange Zeit die wichtigste Faserpflanze. Auf der Fahrt nach Udaipur überqueren wir einen Pass im Aravalli-Gebirge. Unterwegs sehen wir zahlreiche Frauen, die in einem ausgetrockneten Flussbett Gruben anlegen. Es sind Auffangbecken, die das Wasser des bevorstehenden Monsunregens speichern sollen. In einem anderen Dorf wird das wertvolle Nass aus einem tiefen Brunnen geborgen. Wie in alten Zeiten nutzt man hier ein Schöpfwerk, das mit seiner Konstruktion an das Mittelalter erinnert. Es scheint die einzige Wasserquelle des Dorfes zu sein, denn viele Frauen kommen zum Brunnen, um Wasser in den mitgebrachten Gefäßen für ihre Familie nach Hause zu tragen. Heute fahren wir nach Bikaner. Eine alte Handelsstadt am Rande der Wüste Thar. 10 Kilometer südöstlich der Stadt liegt die einzige staatliche Kamelfarm Asiens, deren Dromedare heute noch als Last- und Zugtiere eingesetzt werden. Bei den indischen Grenztruppen sind sie als Reittiere unabkömmlich. Die beste Zeit für einen Besuch ist der späte Nachmittag, wenn die Dromedare der Farm aus der Wüste hierher zur Fütterung kommen. Kamele sind mit der Stadt am Rande der Wüste aber schon seit langer Zeit eng verbunden. Durch das hier stationierte Kamelkorps der indischen Armee, welches bereits im Ersten Weltkrieg an der Seite des Lawrenz von Arabien für Großbritannien kämpfte, wurde Bikaner sogar bis hin nach Europa bekannt.